wir loben dich, Herr. Wir danken dir, mein Gott, dass du hier bist. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der barmherzig ist, Herr. Wir preisen dich einfach für deine Güte und für deine Gnade. Wir loben dich, du großer Gott, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, bevor ich anfange zu predigen, werdet ihr euch bestimmt fragen, was hat der Justus wieder an seiner Hand gemacht? Ich habe nicht auf meine Frau gehört und sie hat mir die Finger umgedreht. Nein, Spaß beiseite. Gestern hatte ich Besuch gehabt von unseren ukrainischen Gästen und ich habe ein kasachisches, usbekisches Gericht gemacht. Und danach habe ich meinen Topf richtig schön sauber gemacht, wie man es halt so macht. Und danach muss man ihn mit heißem Fett einbrennen. Das habe ich auch gemacht. Und beim Einbrennen ist das Fett in Brand geraten und hat meine wunderschöne Hand mit verbrannt. Das war sehr schön. Jetzt, also wenn jemand frisch frittierte Würstchen haben möchte, ich habe 3 dabei. Also gestern habe ich schön gelitten, aber es geht besser. Ich möchte heute mit euch über etwas sprechen, was mich seit langer Zeit bewegt, etwas, was ich schon lange Zeit mit mir schleppe. Ein Thema, das, ja, wie soll ich es euch sagen? Guck mal, also als Hintergrundinformation. Wenn man predigt, ist es so, man wird meistens 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen nach der Predigt danach geprüft, was man gepredigt hat. So, wenn man zum Beispiel über Vergebung spricht, dann wird man auch trainiert vom Ewigen, ob man auch wirklich vergeben kann. Und das Thema, mit das ich heute mit euch spreche, denke ich immer, ewiger Gott, gelobt sei dein Name, hoffentlich prüfst du jemand anders, aber nicht mich. Also ich hoffe, ihr seid es, die geprüft werden und nicht ich. Ja, ich habe erstmal ein Bild für euch als Hinführung zum Thema. Bitte haltet eure Ohren offen, auch wenn ihr sagt, Johannes, das spricht gegen meine Theologie, das spricht gegen meine Erziehung, gegen meine Kinderkirchenvorstellung. Hört erstmal zu Ende. Und versteht dann, um was es wirklich geht. Ich will heute nicht jemanden rehabilitieren oder so. Ich möchte nicht jemanden sagen, der ist gut oder das hat er toll gemacht oder richtig gemacht. Sondern ich will euch einfach mal ein bisschen erschüttern. Weil, wisst ihr, jedes Lehrerlebnis funktioniert meistens erst mit einer Erschütterung. Und wenn man dann erschüttert worden ist, dann hört man ganz anders zu. Die Pädagogen unter uns wissen das. Aber ihr wisst, warum ich so viel einen großen Bogen davor mache, ist, ihr merkt ja, wie viel Angst ich habe, geprüft zu werden. Stell dir vor, du lebst in einem Land, in dem herrscht Krieg. Nicht nur ein bisschen Krieg, sondern so harter Krieg, dass du ganz genau weißt, dein Volk kann nicht mehr. Es wird niedergeknüppelt. Es sind Ausländer und die sprechen nicht mal deine Sprache und sie verzwingen dich jetzt, ihre Sprache zu lernen. Du kannst deine eigene Sprache nur heimlich sprechen, aber jetzt ist der andere Sprache Amtssprache. Dein jüdischer Glaube verbietet dir, mit solch einem König überhaupt zu korrespondieren, mit so einem König unterzuordnen, aber du musst es, weil wenn du es nicht tust, wirst du hingerichtet und deine Familie. In der Zeit lebt Jesus und er gibt sich als König aus, ist aber auch Friedefürst und du bist sein Apostel, du bist mit ihm unterwegs und dann sagt Jesus in Lukas 22, Vers 36, wer kein Schwert hat, der verkaufe seinen Mantel und kaufe sich ein Schwert. Du hast also einen König, der mit dir unterwegs ist, der sagt, ja, wir wissen, wir müssen uns verteidigen, es geht gar nicht anders, deswegen verkauf deinen Mantel und kauf dir ein Schwert. Und mit diesem bist du unterwegs. Weißt du, wie schrecklich es ist, Jesus, was wir hier erleben? Wenn wir ein Schwert kaufen, das weißt du ganz genau, dann wird unser König Pilatus uns hinrichten lassen. Und du sagst, wir sollen uns ein Schwert kaufen? Pilatus hat in seinen 10 Jahren Amtszeit mehr als 6.000 Menschen gekreuzigt. In manchen Tagen ging ihnen sogar das Holz aus. Er hat es sogar anliefern lassen, weil die gar kein Holz mehr hatten. So viele Leute haben sie gekreuzigt. Stell dir vor, was los ist. Das erinnert mich an die Zeit von Auschwitz. Wenn du ein Radio hattest, wurdest du gleich in Auschwitz vergast. Du hast ein Schwert? Weg mit ihm. Aufständer, verkreuzigen. 6.000 Leute in 10 Jahren. Die Leute waren so verarmt, dass sie ihre eigenen Kinder in die Sklaverei verkauft haben. Manche haben so ihre eigenen Kinder gegessen. Im Talmud heißt es, im ganz Jerusalem kannst du keinen Säugling ernähren. In ganz Israel kannst du keinen Säugling ernähren. Aber in Galiläa kannst du eine ganze Legion ernähren. Und Jesus kommt aus Galiläa, der Fresser und Weinsäufer. Ja, der weiß ja, wie es ist, wenn man Überfluss hat.
Ich komme aus Iskariot. Ich bin ja Judas Iskariot. Der Zikaria, sagen manche. Manche sagen ja, er kommt aus einem Ort, der südlich von Jerusalem liegt. Also kein Galiläer. Einer seiner Jünger, der kein Galiläer ist. Es gibt Aufstände im Land. Einer der großen Aufstände der Zeit war von Barabbas. Ein Mörder. Jesus, wenn du nicht langsam deinen Job annimmst, wenn du nicht langsam Messias und König wirst, wenn du nicht langsam das tust, für was du zuständig bist, werden wir noch mehr Aufstände haben. Auch nach dir werden es noch Aufstände geben. Jesus, wenn du gestorben bist, gibt es einen Aufstand unter Bar Kochba, der Sternensohn. Leute haben massenweise hingerichtet. Danach haben wir ihn Bar Koseba genannt, den Lügensohn. Wenn du jetzt deinen Platz nimmst, Jesus, wenn du jetzt Messias wirst, kannst du unsere Feinde vertreiben. Die Römer kommen in unsere Häuser, sie durchsuchen alles, sie annektieren unser Geld. Alles, was wir verspart haben, wir vergraben es mittlerweile nur noch auf den Feldern. Einer deiner Gleichnisse sagen das, der Schatz im Acker. Natürlich, die Leute vergraben nichts mehr zu Hause, weil der Römer kommt und durchsucht die Wände, das Dach, den Boden, alles. Zu Hause bist du nicht mehr sicher. Jesus, nimm deinen Platz endlich ein. Wenn du den Mund aufmachst, wirst du weggezogen. Wir können es kaum noch mehr ertragen. Unsere Kinder, was haben wir für eine Zukunft? Was für eine Hoffnung haben wir? Am Tempelplatz, wenn wir anbeten wollen, stellt Pontius Pilatus seinen römischen Adler mitten in den Tempel rein, um zu zeigen, ich herrsche über euch. Wir können sogar nicht mal richtig beten, ohne die römischen Insignien der Macht zu sehen. Als er den Tempelplatz geraubt hat und den Schatz gestohlen hat, um ein Aquädukt zu bauen, der Pontius Pilatus, gab es einen Aufstand. Und Josephus Flavius schreibt Folgendes: Nachdem Pontius Pilatus den Tempelplatz geraubt hat, um ein Aquädukt zu finanzieren, steht Folgendes bei Josephus Flavius: Als er nun von diesem Aufruhr erfuhr, mischte er seine eigenen Soldaten in Rüstung unter die Menge und befahl ihnen, sich unter die Gewändern von Privatleuten zu verbergen und nicht ihr Schwert zu benutzen, sondern mit Stöckern auf die zu schlagen, die den Aufruhr verursacht haben. Dann gab er von seiner Tribüne aus das Zeichen zu tun, was ihnen befohlen hatten. Die Juden aber wurden so schwer geschlagen, dass viele von ihnen durch die Schläge, die sie erhielten, umkamen und viele von ihnen starben, als wären sie zu Tode getreten worden. Wodurch die Menschen sich über das Unglück der Erschlagenen entsetzten und schwiegen. Wir können nichts machen. Wenn wir den Mund aufmachen, werden wir auch totgeprügelt in der Öffentlichkeit, vor unserem Tempel, weil sie unseren Schatz gestohlen haben. Jesus, wann bist du endlich da? Wann nimmst du deinen Platz ein? Wie lange sollen wir denn noch leiden? Hast du vergessen, was sie zu Pesach gemacht haben? Sie haben den Priestern alle Gewänder weggenommen. Sie konnten nicht mal in ihren Priestern Gewändern das Opfer darbringen. Die Römer haben einfach auf Geheiß von Pontius Pilatus die Gewänder weggenommen. Teilweise standen die Priester halb nackt da, um zu opfern. Wann nimmst du deinen Platz endlich ein? Du weißt, dass wir uns streiten über Steuern zahlen in den Kaiser oder nicht. Über 36 Aufstände haben wir mittlerweile, ob wir den Kaiser Steuern zahlen oder nicht. Und du redest dich da raus. Wir haben Spannung in der Theologie zwischen Sadduzäer und Pharisäer, Auferstehung oder Nicht-Auferstehung. Auch dazu sagst du nichts. Wir sind nirgendwo mehr sicher. 6 der Pharisäerschulen sagen, dass der Messias zu unserer Zeit kommen soll. Und du bist da und wirst nicht aktiv. Das Schlimmste sind die Aufstände. Jedes Mal gibt es eine Kollektivstrafe für uns alle. Das letzte Mal von der Burg Antonia. Da wurden wir mit der Kopfsteuer belagert. Alle bis zum Ausbluten mussten wir finanzieren und finanzieren und finanzieren. Viele von uns haben ihre Kinder verkauft. Hast du vergessen, was bei dem Bar Kochba-Aufstand war? Makkabäer-Aufstand? Im Makkabäer-Aufstand für Blut geflossen ist? Und die Makkabäer haben ein Wildschwein genommen. Jesus, hast du das vergessen? Und auf unserem Altar, auf dem Allerheiligsten, haben sie ein Wildschwein geopfert. Wie viel Schande sollen wir noch unserem Glauben ertragen? Und jetzt bist du hier. Nimm deinen Platz endlich ein. Und unsere Priester. Soll ich mal über unsere Priester erzählen? Josephus Flavius schreibt in seinem Buch im 181. Kapitel Folgendes.
Und die Unverschämtheit und Dreistigkeit, die die hohen Priester ergriffen haben, war so groß, dass sich die Erdreisteten ihre Knechte in die Tenne zu schicken, um den Priestern den Zehnten wegzunehmen, sodass es so weit kam, dass die Ärmeren unter den Priestern von Mangel starben, sie verhungern, weil die hohen Priester sie bestohlen haben in der Zeit Jesu. In diesem Maß siegte die Gewalt der Aufrührer über alles Recht und über alles Gerechtigkeit. Sogar der hohe Priester raubt die anderen Priester aus bis zur Verhungerung. Und Jesus, du bist hier und du machst nichts. Ich werde später verhasst sein als Judas Iskariot. Aber mein Name Zikaria sagt auch, dass ich ein Dolchmann bin, dass ich Römer abgestochen habe auf dem Marktplatz. Wenigstens ein bisschen geholfen haben wir mit meinen Jungs. Und ich werde als Verräter dargestellt, aber was ist denn mit Petrus? Petrus hat doch im Hof von Ananas, hat er dich doch verraten und das sogar noch vom Küchenpersonal. Und ist dann weinend weggerannt. Wisst ihr, dass in der Theologie genau darüber gesprochen wird, dass Judas Iskariot, wir sagen ja immer, er ist ein Verräter, darüber will ich mit euch heute sprechen. Dass in der Theologie sagt man ganz klar, dass Judas so gehandelt hat, weil er Jesus motivieren wollte. Jetzt halt deine Ohren offen, falls dir das Herz wehtut und sagst, was kann der Johannes hier sagen, halt deine Ohren offen. Wenn wir uns in die Geschichte zurückversetzen, stell dir vor, du hast keine Möglichkeit, das müsst ihr euch vorstellen, ein Wildschwein auf dem Altar des Herrn. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie schrecklich muss das sein? Ein unreines Tier, dem ewigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und die Leute abgeschlachtet, gekocht. Ich habe mich gestern die Hand verbrannt. Stell dir mal vor, du bist am lebendigen Leib verbrannt und du hörst deine schreienden Kinder und du hast den Messias zu deiner Seite und sagst, jetzt nimm doch endlich deinen Platz an als König der Juden, vertreib die Römer. Und er sagt, ihr habt schlimmere Probleme, ihr habt Sünde. Hallo? Was ist los mit dir? In dieser Zeit ist Judas da und verrät Jesus, weil er sich sagt, so die Theologen, dass wenn ich ihn jetzt verkaufe, dass er sich dann, ich zwinge ihn dazu, dass er jetzt aktiv wird. Weil jetzt schubse ich ihn mal nach vorne und er geht mal aufs Wasser. So wie er uns aufs Wasser gedrängt hat und aufs Wasser gezogen hat, so schubse ich ihn jetzt mal auch aufs Wasser. Und dann, wenn die Römer ihn packen oder die Leute vom Hauptmann, vom Hohenpriester, seine Knechte, Malchus und wie sie alle heißen, wenn die kommen und ihn dann packen, dann wird er seine Legion Engel schicken und er wird seinen Platz einnehmen und er wird das Reich Israel aufbauen. Und Jesus sagt ja selber bei der Ergreifung, könnte ich nicht, wenn ich meinen Vater frage, eine Legion Engel schicken? Manche sagen, Judas hat gesagt, ja, genau das will ich, tu es, schick deine Legion Engel. Und damit ihr glaubt, dass das nicht schwachsinnig ist, was ich erzähle, lesen wir erstmal bei Römer 8, 32, was dort steht. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern er hat ihn für uns alle dahin gegeben. Lukas 6, 16, Judas, den Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der auch zum Verräter wurde. Das Wort, was hier beschrieben wird, darf ich es nächste Seite haben, ist ein dasselbe Wort. Es steht Paradidome. Übergeben, verschenken, überfordern, verschenken. Das Wort Verrat kommt im Neuen Testament nicht ein einziges Mal vor. Nicht einmal wird Judas im Neuen Testament als Verräter dargestellt, sondern es steht immer Paradidome, der ihn überliefert hat, der ihn verschenkt hat, der ihn übermittelt hat. Die gleiche, was Jesus auch sagt, ich gebe mein Leben freiwillig dahin. Darüber sprechen wir später noch. Das gleiche wird über Judas gesagt. Es steht niemals in der Bibel, Judas ist ein Verräter. Er hat ihn dahin gegeben, Paradidome, ihn verschenkt. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass Jesus sechsmal von Menschen überliefert worden ist und das siebte Mal sich selbst überliefert hat. Also Jesus wurde siebenmal insgesamt überliefert. Judas übergab ihn den Priestern, den Diener der Priester, das erste Mal überliefert. Das zweite Mal, Jesus wird einen hohen Rat dahin gegeben, er wird an den hohen Rat überliefert.
Das dritte Mal wird er an Pilatus überliefert. Das vierte Mal überliefert Pilatus ihn an den Herodes. Das fünfte Mal wird er zurück an Pilatus. Das sechste Mal wird er an die Legionäre überliefert. Und das siebte Mal übergibt Jesus seine Seele dem Vater, überliefert sich dem Vater. Siebenmal überliefert und immer das Wort Paradidome. Immer das gleiche Wort Paradidome. Ich übergebe dir meinen Geist, Paradidome. Da steht nicht, ich verrate meinen Geist. Johannes 10, Vers 17, folgendes. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir. Jesus gibt das Leben freiwillig, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus wird hier nicht verraten, sondern er gibt sein Leben freiwillig. Will ich heute Judas rehabilitieren? Nein. Ich will Judas nicht rehabilitieren. Ich will einfach, dass wir mal in den historischen Kontext gucken, was es eigentlich bedeutet, wenn wir aktiv werden und meinen, etwas gut zu machen. Wenn wir aktiv werden und meinen, mit Druck und mit Gewalt etwas gut zu machen. Wisst ihr, ich mache Kampfsport. Und manchmal ist es so, mein Trainer, der sagt zum Beispiel, du liegst in einer falschen Position. Du musst den Kollegen, mit dem du kämpfst, in eine andere Position bringen. Ich sage, ja, wie mache ich das denn? Er sagt, ja, du musst ihn motivieren. Ich sage, ja, wie denn? Ja, so nimm mal deinen Ellbogen und gib ihm mal einen in den Rücken. Und dann motiviere ich und die Motivation funktioniert richtig gut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, so ein Schlag in den Rücken, das ist Motivation aber 100%. Und häufig erlebe ich das in der Kirche, dass wir einander genauso motivieren, wie Judas Jesus motivieren will, ihn zwingen will und sagt, beweg dich endlich, nimm deinen Platz ein. Wie lange willst du noch warten? Wie lange willst du noch Zeit verstreichen? Wie lange willst du das noch tun? Und ihr wisst, was daraus passiert ist. Ich sage euch, dass viele von uns Verräter sind. Ich habe Verräter, die mich in meinem Leben voranbringen. Für manche bin ich der Verräter, die ich euch voranbringe. Wir geben uns einander hin, wir überliefern uns. Und wisst ihr, was mich am meisten bewegt? Wisst ihr, ich hatte mal ein Erlebnis in meinem Leben, wo ich wirklich den tiefsten Verrat, den tiefsten Schmerz in meinem Leben hatte. Wo ich sage, ich kann einfach nicht mehr. Wo ich hatte so einen Verrat, ich will euch nicht viel erzählen, aber es war der Punkt, wo ich gesagt hatte, ich stand in meiner Garage, in der Suchoper Straße, und ich hatte einen Strick in der Hand und ich habe gesagt, ich mache nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Jesus. Ich war kurz davor, mir das Leben zu nehmen, weil der Verrat mir so wehgetan hat. Und Christus erinnert mich in dieser Situation an eine Bibelstelle. Matthäus 26, Vers 49. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, ist die Situation, wo Judas Jesus verrät, beziehungsweise hingibt, überliefert, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Und Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten die Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Jesus hätte abhauen können, er hätte wegrennen können. 15 Minuten Fußmarsch, Wüste, weg, keiner kriegt dich. Er bleibt da, er spricht ihn an und sagt, Freund, wozu bist du hier? Ganz ehrlich, wenn ich wüsste, einer von euch verrät mich, verkauft mich an den Hohepriester. Da würde ich dich doch nicht noch küssen und dich doch noch Freund nennen. Jesus lässt sich im Schmerz dahingeben. Und das war, was mich erschüttert hat. Wisst ihr, dieses Johannes, lass dich doch dahingeben in deinem Schmerz. Vertraust du mir nicht, dass ich auch hier dabei bin? Glaubst du, dass ich nur in den guten Sachen dabei bin? Glaubst du nicht, dass ich in deinem Schmerz genauso dabei bin, in den guten Sachen?
Lass dich doch dahin geben. Lass dich doch verschenken. Lass dich doch übervorteilen. Lass dich doch verraten. Lass es doch zu. Warum kämpfst du denn so viel? Wir stricken viel auf dem Boden. Und ich stehe vor euch lebendig als gebrochener Mensch. Und ich werde immer noch weiter zerbrochen werden. Glaub mir, da ist noch viel da, was gebrochen werden muss und verbrannt werden muss. Aber bitte nicht mit Öl. Wisst ihr, wie Judas sich fühlen musste, wenn Jesus ihn in dieser Situation noch Freund nennt? Stell dir vor, du bist in dieser Situation und du willst jemanden wirklich motivieren. Du willst jemanden wirklich motivieren. Du hast eine Inbrunst, du sagst, wir haben so eine schlimme Situation, ich bitte, jetzt motiviere ich diesen Menschen. Dieser Mensch kommt dich an, schaut dich an, Freund, und erwidert deinen Kuss. Er erwidert deinen Kuss. Ich sag euch, die meisten von euch, denen ich heute versuchen würde, einen Kuss auf den Mund zu geben, würden es nicht erwidern. Vielleicht Günther. Aber die meisten von euch werden den Kuss nicht erwidern. Manche vielleicht sehen sich vielleicht danach, einen Kuss von mir zu empfangen. Hebt die Hand, ich mache es dann später. Aber was für eine Beziehung musst du haben, wo du einen Kuss erwiderst? Wisst ihr, Professor Dr. Jörg Spleth sagte mal in einem seiner Vorträge, man muss ein Apostel sein, um Jesus mit einem Kuss verraten zu können. Noch einmal, man muss ein Apostel sein, um Jesus mit einem Kuss verraten zu können. Pilatus konnte Jesus nicht mit einem Kuss verraten. Cäsar konnte Jesus nicht mit einem Kuss verraten. Das kann nur ein Apostel. Du brauchst eine gewisse Nähe, du brauchst eine Beziehung, du brauchst eine Enge, du musst mit sein. Und ich sage dir, die Leute, die dich überliefern, die dich verraten, werden deine Freunde sein. Es werden die Leute sein, die so nah sind, die du auch küssen kannst. Er sagt es in dem Text, Freund, wozu bist du hier? Er beschreibt die Beziehung, die er zu Judas hat. Und jetzt stellt euch vor, dein Plan geht nicht auf. Eine menschliche Reaktion von Judas. Darf ich den nächsten Vers haben? Jetzt siehst du den Menschen Judas und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten, paradidome, dahingegeben, verschenkt habe. Der Text sagt immer verraten, nicht verraten, immer verschenkt, dahingegeben, überliefert. Judas bleibt der Sache treu, dass ich unschuldiges Blut dahingegeben habe. Sie aber sprachen, was geht das uns an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Wenn du deinen Messias mit einem Kuss verrätst, deinen Plan nicht funktioniert, dahingegeben hast, dann ist die menschliche Reaktion ganz klar Selbstmord. Ich glaube, wenn du einmal Jesus mal wirklich verraten hast oder verleugnet hast, diesen Schmerz, den hältst du nicht aus. Den hältst du nicht aus. Leute lassen sich, Christen lassen sich schlachten, bevor sie Jesus verleugnen. Christen lassen sich kochen in der Antike. Heute lassen sich hinrichten, bevor sie Jesus verleugnen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das Christentum ist die meistverfolgteste Religion der Welt. Jeder zehnte Christ in Asien stirbt wegen seines Glaubens. Lieber sterben sie, als Christus zu verleugnen, als ihn dahin zu geben, als ihn zu überliefern. Judas ist einer sehr guten Tradition. Nur, dass er es selbst gemacht hat. Wieder sehen wir das Prinzip des Judas. Er macht es immer selbst. Er macht es immer selbst. Und ich frage dich, wenn du heute hier bist und immer die Sachen selber machst, andere motivierst, überlieferst und dann wieder auch selber, immer selber, werd doch nicht immer aktiv. Lass es doch an dir geschehen. Lass dich doch überliefern, lass dich doch übervorteilen, lass dich doch schlagen, lass dich doch verraten. Na lass es doch und kämpf doch nicht für dich. Glaubst du nicht, dass Christus sich für dich einsetzt, auch im Leid? Und wo haben wir in der Bibel gelesen, dass wir immer in Prosperität leben, dass wir gebratene Tauben essen, frischen Honig und Most trinken und Nektar und Ambrosia zum Frühstück, das steht dort nicht.
Haben wir als Christen verlernt zu leiden? Haben wir als Christen verlernt, Christus im Leid und im Schmerz, in Krankheit und der Not zu preisen, ihm nachzujagen und selber nicht aktiv zu werden und sagen, nein, Christus, du bist es? Wie viele Menschen haben wir, die hier wirklich gelitten haben in Schmerz und in Krankheit und in Not und sagen, Christus, du bist es, ich verstehe es nicht, aber ich bin bei dir, egal was ist und wenn sie was sonst mit mir machen, ich bin bei dir. Und die Apostel, wisst ihr das? Keiner von denen ist in dieser Szene da geblieben. Die sind weggelaufen. Einige haben geschrien. Und Matthäus ist sogar nackt geflohen, so sagt die Kirchengeschichte. Ein Jüngling, der nur ein Obergewand hat, der läuft nackt von ihnen sogar weg. Im Schmerz vor Christus zu fliehen, ist menschlich. Sich das Leben zu nehmen, das macht einen Mensch, der immer selber proaktiv ist und sich nicht auf Gott verlässt und nicht weiß, wann seine Zeit ist. Wisst ihr, wir haben das von Adam und Eva, sehen wir schon, dieses gleiche Prinzip. Die Schlange kommt und sagt, iss doch mal von der Frucht. Hätte Adam und Eva gesagt, weißt du was, Gott hat gesagt, wir dürfen davon nicht essen, aber wir fragen doch mal nach, wann wir das denn essen dürfen. Hätten sie mal gefragt, hätte der Ewige vielleicht gesagt, wisst ihr was, Adam und Eva, heute Abend gibt es Früchtekompott, warte mal noch ein bisschen, heute Abend essen wir das zusammen. Hätte Judas, anstatt ihn zu überliefern und zu motivieren, gesagt, Jesus, sag mal, wann ist denn deine Zeit erfüllt? Wie lange müssen wir denn noch leiden? Vielleicht hätte er gesagt, es kommt Zeit und Stunde, es geht dich nichts an, mach deinen Job. Wie lange musst du noch leiden? Keine Ahnung. Mach deinen Job. Wie lange dauert es noch, wie lange du krank bist? Keine Ahnung. Mach deinen Job. Es gibt Sachen, die gehen dich nichts an. Es gibt Sachen, die gehen mich nichts an. Und die Vorsehung Gottes, sein Plan Gottes, die Providentia, wie du sie nennen möchtest, den Weg Gottes, bringt auch nichts, wenn du jemanden dazu mit Gewalt motivieren möchtest, so wie es Judas getan hat. Das nächste Bild haben. Wie mir ist klar geworden, es gibt eine Spannung zwischen göttlicher Bestimmung und menschlicher Handlung. Gottes Bestimmung wird eintreffen, mit dir oder ohne dich. Wenn du Rechtschreibfehler findest, darfst du sie gerne behalten. Gottes Bestimmung wird eintreten. Du kannst dort mitarbeiten, du kannst dagegen anarbeiten, aber ich sage dir so, wie auch viele Theologen sagen, Bonhoeffer sagte mal, Gott kann aus meinem Dreck genauso viel Gutes erwirken lassen, wie aus meinen scheinbaren guten Dingen. Ich will dir sagen, jeder von uns ist für den einen oder anderen ein Judas. Du hast Judas in deinem Leben und für manche bist du selbst ein Judas. Und wir brauchen diese Judasse, wir, damit wir aufs nächste Level kommen. Damit wir wieder hingegeben werden, damit wir verschenkt werden, dass wir vorankommen. Und ich sage dir eins, du kannst bestimmte Sachen nicht. Du hast die menschliche Handlung nur im Kopf, aber du hast Gottes Bestimmung nicht im Kopf. Deswegen ist unsere Aufgabe als Christen, Leiden zu ertragen, Spannung zu ertragen, Liebe zu ertragen, Hoffnung weiterzugeben. Die Bestimmung Gottes, da können wir nicht viel machen, das ist fest. Aber unser Handeln, darauf können wir was tun. Und wir können manchmal etwas tun, indem wir nichts tun, indem wir einfach leiden. Ich will dich einladen, dass du leidest und dass du erträgst. Wie würde die Friedenskirche aussehen, wenn wir einander ertragen? Wenn wir nicht selber aktiv werden und unsere Meinung durchdrücken würden mit Gewalt? Wenn wir den anderen nicht mit Schmerzen motivieren wollen würden, wie würde deine Ehe aussehen? Wie würde dein Handeln aussehen? Wie würde deine Bestimmung aussehen? Und denk dann, man muss ein Apostel sein, um Christus mit einem Kuss verraten zu können. Deine Freunde werden dir Leid zufügen, nicht die Fremden. Der tiefste Schmerz kommt aus der Riege deiner Freundschaft. Und dann antwortest du wie Christus: Niemand kann mir mein Leben nehmen. Ich gebe es freiwillig dahin. Keiner deiner Freunde, die dich beleidigen und dir wehtun, die können dir dein Leben nehmen. Nein, du gibst es als guter Christ freiwillig dahin. Nimm doch mein Leib als lebendiges Brandopfer da. Habt ihr schon mal ein Tier geschlachtet?
Das geht nicht freiwillig dahin. Sag, ach, heute wird mal geschlachtet, schön. Das muss gebunden werden. Und das schreit, das will nicht geschlachtet werden, das kämpft. Und ich sage dir, wie oft muss Johannes Justus gebunden werden vom Leib Christi, vom Geist Gottes, damit ich sage, dann nehme ich doch endlich hin. Ich will mein Leben freiwillig dahin geben, aber bitte mach schnell. Es gibt eine Spannung zwischen dem menschlichen Handeln und Gottes Bestimmung. Und diese Spannung müssen wir als Christen ertragen. Wisst ihr, in der Zeit des Leidens, in des Dahingebens, kannst du nur beten, Christus und Gottes, erbarme dich über mich. Hilf mir, mein Gott, dass ich das ertrage. Herr, mein Gott, ich will bei dir bleiben in der Zeit und der Not. Herr, erbarme dich über mich. Herr, bitte, hilf mir, dass mein Herz bei dir bleibt, dass ich meinen Glauben nicht verliere. Herr, erbarme dich über mich. Herr, mein Gott, ich will bei dir sein, auch wenn die Verräter und die mich dahin geben und mich aufs nächste Level bringen wollen, mit Schmerzen. Herr, ich will bei dir bleiben, erbarme dich über mich. Herr, und wenn sie mich verkaufen an die Fremden, Herr, erbarme dich über mich. Herr, meine Freunde sind das, sie küssen mich auf der einen Seite und auf der anderen Seite verkaufen sie mich. Herr, erbarme dich über mich. Ich will dein Reich tun, ich will deinen Willen tun. Herr, erbarme dich. Du kannst nichts anderes tun, als nur beten, vor Gott flehen in der Zeit, wo du nicht mehr weiter weißt. Herr, ich weiß nicht, mein Land ist Krieg, ich weiß nicht, alles verkauft. Meine Kinder, ich habe keine Ahnung. Hilf mir, erbarme dich. Und das ist, was wir von Christus lernen. Und ich sage dir auch eins. Ohne diesen Verräter, ohne Judas, der ihn dahin gegeben hat, der ihn überliefert hat, hätten wir kein Kreuz. Gott kann aus allem Frucht bringen. Aus deinem Schmerz kann Gott Frucht bringen. Aber kämpf doch nicht dagegen an. Kämpf doch nicht dagegen an. In der Bibel heißt es nicht, kämpf so viel du kannst. Dein Bruder hat dir Unrecht getan, vernichte ihn. Das steht da nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine andere Bibel als ich. Ertrage doch Leid. Christus, durch dieses Dahingebensein von Judas, der mit falschen Beweggründen ihn motivieren wollte, historisch-theologisch, hat das Kreuz erwirkt. Was hätten wir ohne Judas? Wir hätten kein Kreuz. Keine Vergebung der Sünden. Ewige Verdammnis. Ohne Christus. Ohne Judas. Und ich will dir sagen, es gibt Judasse in deinem Leben. Leute, die dir so weh tun. Im Rückblick sind sie deine Befreier. Und wenn du anfängst, in deinem Leben anders zu beten und sagst, Herr, dieser Mensch verletzt mich, tut mir so weh, er hat mich dahingegeben, verraten, verkauft. Diese Menschen haben mir so weh getan. Ich sage dir, wenn du das anders verbetest, wirst du entwickelt sein. Ihr kennt Menschen in euren Umgebung. Wenn ihr mal überlegt, kennt ihr Menschen, die wirklich vom Leiden gesättigt sind? Menschen, die vom Leiden gesättigt sind und vergeben haben. Ihr kennt diese großherzigen Menschen. Diese Menschen sind keine normalen Menschen, die sind anders, wo du weißt, dieser Mensch ist ein fertiger Mensch. Aber ihr kennt auch Leute, die unvergeben sind. Die immer kämpfen müssen. Der hat mir tausendmal zurück. Der hat mir wehgetan. Den kacke ich vor die Tür. Das mache ich jetzt. Der hat angefangen. Und ich mache so lange weiter, bis ich mein Recht habe. Mit dem gehst du gerne Kaffee trinken, ne? Ich sag dir eins. Der Schmerz, das dahingegeben werden, das Paradidome, das Verschenktsein von dem Widersacher, von deinem Freund, der es eigentlich gut mit dir meint, der küsst dich auch noch, der meint es ja auch noch gut. Und der will dich motivieren. Und dann landest du am Kreuz, wie 6000 Leute vor dir, ausgepeitscht, nackt ausgezogen, Klamotten verkauft, deine eigene Mutter schaut zu, die Leute rechts und links, alle gucken dich an. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch, du hast dir doch selber geholfen und jetzt hängst du da nackig.
Auf Augenhöhe haben sie ihn gekreuzigt, damit sie seine Augen sehen, den Schwarzen seine Augen sehen, in die Fresse rotzen können, um ihn zu demütigen. Und du weißt, das war die Motivation meines Freundes. Und er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er sagte, Judas, der Schwein, der Sack, der hat das. Nix. Ich gebe meinen Geist auf. Nix, Judas, hast du, aber der hat. Nein, der Fokus ist auf Gott. Der Fokus ist auf Gott. Der Fokus ist auf Gott. Und wenn du leidest, fokussiere dich auf Gott. Und deswegen habe ich ja so viel Angst, diese Predigt zu halten, weil ich keinen Bock habe. Ich will nicht leiden. Wer will das schon? Wer von euch will leiden? Einmal Hand hoch. Nix. Aber ich sage euch, als Christen können wir nicht wachsen. Wir können nicht größer werden ohne Schmerzen. Und der Schmerz ist nicht der Motivator zum Wachstum, sondern der Schmerz ist die Zeit der Bewährung. Wenn du im Schmerz treu bleibst, dann bewährst du dich im Glauben. Ich will weg von der Friedenskirche, dass wir ein Happy-Clappy-Christentum haben, dass, oh, Sonntag, wir haben schön getanzt und der Lobpreis war so schön und oh, ich habe das Wurzelchakra gespürt und es hat so gekribbelt. Darum geht es nicht. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, Christus nachzufolgen, alles hinzugeben und im Leid bei ihm zu bleiben und zu wissen, und wenn meine Kinder und ich weiß nicht, meine Geschwister in der Ukraine wissen das, wenn mein Haus kaputt gebombt ist, Christus, ich bleibe bei dir, Jesus. Egal was ist, ich bleibe bei dir, Jesus. Dieses Christentum wollen wir in der Friedenskirche haben. Wenn dein Mann asozial zu dir ist, und es kann auch mal passieren, dass eine Frau asozial ist, selten, aber es kann passieren, dass du sagst, Christus, ich will bei dir bleiben. Tertullian, der Kirchenvater, sagte mal, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. In der Kirchengeschichte wissen wir, da wo ein Christ für seinen Glauben stirbt, entsteht eine neue Kirche. Da, wo ein Christ für seinen Glauben stirbt, entsteht eine neue Kirche. Und wo Christus für seinen Glauben, für dich, für seine Überzeugung stirbt, festhält auch im Paradidome, im dahingeliefert, überliefert sein, wie die Kirchenleute sagen, Verrat. Treu zu bleiben, was entsteht daraus? Die ganze Kirchenbewegung, Erlösung für die ganze Welt. Und ich will dich einladen, dass du den Schmerz, der in deinem Leben ist, einlädst. Nicht mehr kämpfst. Christus, du bist es. Ich verlasse mich auf dich, Christus. Hilf mir. Ich bin dein, erlöse mich. Herr Jesus Christus, ich bin dein, erlöse mich. Herr Christus, Jesus, erbarme dich. Ich bin dein, erlöse mich. Wie oft schreien wir als Christen Nachfolger Jesu? Wenn du Kinder hast und nicht mehr weiter weißt, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Krankheit, erbarme dich, Jesus. Krieg, erbarme dich, Jesus. Politik, erbarme dich, Jesus. Nachbarn, die dich verraten, Freunde, die dich verraten, erbarme dich, Jesus. Ich will dir sagen, dass jeder von uns für den einen oder anderen ein Judas ist. Und jeder von uns hat den einen oder anderen Judas. Werd nicht mit Absicht zum Judas für den anderen. Werd das nicht. Aber der Judas in deinem Leben wird dich voranbringen. Der Schmerz in deinem Leben wird dich voranbringen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ihr Lieben, ich will euch heute sagen, dass Nachfolge Jesu nicht immer nur gut ist. Nachfolge Jesu kostet etwas. Im Zweifel dein ganzes Leben. Und ich muss sagen, ich habe noch nie einen Nachfolger Jesu kennengelernt, der nicht mit seinem ganzen Leben bezahlt. Manche sterben auch ganz normal, aber die Nachfolge Jesu kostet immer dein ganzes Leben. Deine Gefühle, deine Emotionen, deine Finanzen, deine Familie, deine Vorstellung, deine Zeit, deine Träume. Christus weckt dich manchmal nachts auf und redet mit dir und ermahnt dich. Die Nachfolge Jesu kostet dein ganzes Leben. Und wenn wir jetzt das Lobpreisteam mit ein bisschen was spielen, ich will euch mal einladen, macht mal bitte eure Augen zu. Und ich will dich fragen, wenn du heute hier bist und du merkst, in deinem Leben haben andere Dinge
mehr Macht bekommen als Christus, dass du im Leid dich auf andere Sachen fokussiert hast als auf Christus und du möchtest heute einen Neustart machen, dann heb deine Hand und ich will für dich beten. Danke, 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 danke. Mein Gott, ich lobe dich, du barmherziger Gott, der du Himmel und Erde gemacht hast. Ich preise dich, du großer Gott, du, der du alles ertragen hast, der du Liebe gespendet hast. Du Gott, der du im Leid und in der Liebe, in der Vollmacht und in der Güte da bist. Du barmherziger Gott, der du alles in deiner Hand hältst, du, der deinen Geist ausgegossen hast, der du einen Bund gemacht hast mit den Vätern und jetzt mit deinem Sohn und versiegelt hast mit deinem Heiligen Geist. Du barmherziger Gott, der du alles in der Hand hältst und auf dem Thron sitzt über den Himmel und deine Hand ausstreckst nach Buchholz, Herr. Ich bitte dich für meine Geschwister, mein Gott, dass du einen Glauben in das Herz reingibst, das im Leiden Bestand hat. Ich bitte dich, mein Gott, dass du eine Sinnesänderung gibst, eine Transformation gibst, Herr. Dass meine Geschwister und auch ich im Leiden bei dir festhalten und nicht weglaufen. Du bist auch nicht weggelaufen, Herr. Und ich bitte dich, mein Gott, dass wir uns küssen lassen von unseren Verrätern, dass wir uns küssen lassen von unseren Freunden, die uns dahingeben, so wie du es gemacht hast. Und ich bitte dich für eine nächste Entwicklungsstufe durch Schmerz und durch Leid. Ich bitte dich, mein Gott, dass wir Bestand haben können in der Zeit oder der Unzeit, dir nachfolgen können, dir dienen können. Herr, ich bitte dich, dass wir, meine Geschwister, ihre Leiber binden können wie lebendige Brandopfer. Und ich bitte dich, mein Gott, dass du unsere Herzen festhältst und dass du die Zeit verkürzt, damit wir nicht stürzen. Wir loben dich, du barmherziger Gott, und so danke ich dir, dass du das Gebet gehört hast und dass du jetzt Veränderung zeigst. Und der Herr zeigt mir, wie er manche Herzen anfasst und sie neu pulsieren lässt mit seiner Hand Gottes, die in deine Brust reinkommt und sie neu, deine neue Herz antreibt. Ich danke dir, mein Gott, dass du Gnade schenkst und dass du Liebe schenkst und Ausdauer schenkst im Leid. Wir loben dich in Jesu Namen. Amen.